Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siege of Avalon. So, wir sind wieder auf Karte 10. Dort haben wir dieses Kriegsgerüst-Dingsbums da gefunden. Das sollen wir ja abbrennen. Und ich war fleißig. Ich bin nicht nur gelaufen, sondern ich war auch nochmal bei der Leiche von diesem einen Krieger vorbeigelaufen. Hab dort das Zeugs eingesammelt. Das war auf Karte 4. Und er hat noch was besonders Kuscheliges dabei gehabt. Die Tunika der Wärme. Mäntel dieser Art werden oftmals von Händlern getragen, die in den nördlichen Landen umherreisen. Sie schützen besonders gut vor eisigem Wetter. Das musste ich einpacken. Ich bin auch so für den Gemütlichkeitsfaktor und was kuschelig Warmes. Deswegen musste das mit, ist nicht das beste Teil. Können wir das eigentlich zusätzlich tragen? Setzt das irgendwie Beschränkung 2, Koordination minus 1, Ankörner. Klingt nicht nach dem besten Teil, aber ich muss es haben wegen dem Kuschelfaktor. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir dieses Dingsbums da mit einem Feuerball umnieten können. Lebenspunkte hat's, ja. Nochmal Schatten nachzaubern und dann machen wir mal einen Feuerball. Ich schicke mal noch das daneben. Es ist jetzt scheinbar kaputt. Es hat kein Lebensbalken mehr. Na gut, gibt ein schönes Lagerfeuerchen. Nochmal Schatten nachzaubern. Nicht, dass wir irgendwie aus Versehen irgendwo Feuer anmachen. Und jetzt? Also wie gesagt, bei Ulon waren wir noch nicht, weil ich nicht wusste, ob er dann die Maske uns wegnimmt, wenn wir die Miete bezahlen. Dann gehen wir nochmal zurück zu Mudam und wir sollten ja noch mit Kalvarik reden. Das hat uns auch noch jemand gesagt, auch wenn wir da keine Quest haben. Mir ist mittlerweile wieder eingefallen, wer Kalvarik ist. Das ist der Typ, der uns in der Taverne den Schlüssel gegeben hat. Und wir tragen den Hundekittel und jetzt seht ihr, dass die Hunde jetzt gelb sind für uns. Auch wenn sein Herrchen noch rot ist für uns. Aber das mit dem Hundekittel scheint wirklich zu funktionieren. Direkt mal wieder Schatten. Wir sind in Dorf 6. Ja, wir sind am linken Rand. Dann müssen wir einfach nur nach Norden und dann sollten wir nach Hause kommen. Zumindest sagt das die Erfahrung. So, dann gehen wir zuerst mal zu Mudam, quatschen mit dem nochmal, ob der noch irgendwie eine Aufgabe hat. Weil der Tod des Oberbösewichts steht ja irgendwie auch noch im Raume. Wir müssen doch noch eins nach links. Müssen wir gucken, ob das jetzt wirklich unsere Aufgabe wird oder ob das jetzt irgendwie storymäßig passiert. Das wissen wir alles noch nicht. Aber hier sollte es nach Hause gehen. Vorbei an den Wölfen, genau an den 4 Wachen vorbei. Und über die Brücke, da sind wir wieder zu Hause. Dann gehen wir zuerst zu Mudam. Und schauen, was passiert. Einmal bitte durch die Tür. Und dann gehen wir in die Außenburg nach oben. So, Mudam. Hat keinen Sinn, sich zu verstecken. Ich weiß, dass du da bist. Ich habe die Kriegsmaschine der Shaul zerstört. Eine ausgezeichnete Nachricht. Ich wusste doch, dass es für euch kein Problem darstellen würde. Ha, habt ihr sonst noch irgendwas zu melden? Im Augenblick nicht. Du hast sonst nichts in Auftrag gegeben. Ich kann aktuell sehr gut damit leben, nicht wieder da rauszulaufen. So, dann gehen wir mal noch zu Kalvarik in dieser Taverne, die draußen im Grünen ist. Reden wir noch mit ihm. Und dann reden wir mit Ulon. Das war im Innenhof. Einmal quer durch die Blumen. Die Gärtner wird es mal wieder freuen. Heda, weg von meinen Chrysanthemen. Ja, wir haben es eilig. Wir sind ein Held und in Eile. So, hier war doch Kalvarik irgendwo. Genau, Hauptmann Kalvarik.
Hallo da drüben, wie geht's? Mudam hat mir befohlen, euch zu berichten, dass eine nichtmenschliche Rasse, die ihr Naga nennt, ungefähr östlich Avalons in das zerstörte Dorf vordringt. Ihre Stellung nach müssen sie Verbündete sein, aber mehr weiß ich nicht. Ah, und wir können ihm noch die Zerstörung des Ramboks melden. Okay, ist mal ein Rambok. Danke, dass ihr mir diese Meldung gebracht habt, doch haben wir kaum die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten genauer zu erkunden. Man darf wohl annehmen, dass sie sich recht geschwind fortbewegen, doch abgesehen davon, wisst ihr, ob sie Magie besitzen? Ich habe jedenfalls keine gesehen, Hauptmann. Bestimmt hätte einer von ihnen mich herausgefordert. Vielleicht. Vielleicht haben sie ihre Hexe aber auch sorgfältig vor uns verborgen. Wenn es soweit ist, werden wir es schon merken. Danke, dass ihr mir diese Meldung gemacht habt, Sinaloa. Gute Arbeit. Wolltet ihr sonst noch was sagen? Ja, ich wollte dir mitteilen, dass wir die Zerstörung des Shaul-Ramboks melden wollen. Ausgezeichnet. All dies zusammen sollte uns genau die Verzögerung geben, die wir für die Ankunft von Vortigers Truppen brauchen. Atme tief ein und langsam aus. Ihr habt gut gearbeitet. Man wird euch über die neuesten Entwicklungen und euren nächsten Aufträge auf dem Laufenden halten. Leb wohl, Hauptmann Kalvarik. Ich kann mich bestimmt zwischen den offiziellen Aufträgen nützlich machen. Für uns wird es ziemlich schwierig werden, mit euch Schritt zu halten. Wisst ihr das? Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal geschlafen habe. Ja, so geht's den meisten von uns. Und mindestens einer der übrigen Befehlshaber bleibt ebenfalls bis spät in die Nacht auf. Es wäre kaum hilfreich, wenn die Shaul über uns hereinbrechen, während all unsere Befehlshaber schlafen wie die Toten. Ja, nun ja, macht euch keine Sorgen um mich. Ich werde schlafen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Danke für eure Fürsorge. Wie ihr wünscht, passt auf euch auf, Hauptmann. Liebt einstweilen wohl. So, dann haben wir jetzt aktuell nur noch die Lurker-Quest, wo ich absolut keinen Schimmer habe, was ich machen soll. Und Olon den Traumwandlerstab geben, der sich noch in unserem Inventar befindet. Und wir können unser Inventar mal noch entleeren im Flur. Ein paar von den Ringen, wo keine Werte drauf sind, habe ich verkauft. So, rein da. So, Olon war im Außenhof. Und war hinten in der Ecke. Dann, wenn wir dann keine zusätzliche Quest oder irgendwas bekommen, würden wir nochmal zu Sir Roth gehen und da mal nachfragen. So, Olon. Ich bringe euch den Zauberstab des Traumwandlers. Jetzt ist meine Schuld beglichen. Das ist sie in der Tat. Seid ihr schon fertig mit der Maske? Nein, noch habe ich nicht alle Aufgaben erledigt, für die ich die Maske brauche. Kein Problem, sagt mir Bescheid, wenn ihr dafür keine Verwendung mehr habt. Darauf könnt ihr zählen. Bis dann. Und welche Aufgabe haben wir? Mudam hat ja jetzt auch nichts mehr irgendwie großartig gesagt. Also gehen wir zu Sir Roth und zu dem Pagen von Sir Roth. Hoffen, dass es da irgendwie irgendwo weitergeht. So, das ist Bergfried unten. Ansonsten bin ich schon ein bisschen ratlos. Wir können mal hier noch ein weiteres Häufchen aufmachen. Der Wärmekittel kann auch mal hier bleiben. Nee, ich wollte nicht die Axt anziehen. Heiligsblechle. Wurde das nicht gemeint. So, Sir Roth. Und sein Page. Wo ist sein Page? Page. Da ist sein Page. Hi. Hallo, Botschafter Jofrit bittet Sie um Ihre Anwesenheit, falls Sie noch nicht mit ihm gesprochen haben und er steht gerade ein paar Schritte südlich von uns. Ich bin mir nicht sicher, worum es geht. Er bot keine Details an und es wäre unverschämt von mir gewesen, Sie aufzufordern. Oh, habt ihr schon mit Mudam gesprochen? Ist das das, was Sie schon gemacht haben oder gibt es da was Neues? Ja, natürlich, er hat mir einige Aufträge gegeben und übrigens, er schien nicht annähernd so sehr in Eile zu sein, wie er andeutet.
Tja, nun wisst ihr, je schneller jemand meinen Vorladungen nachkommt, desto besser stehe ich da. Und desto rosiger ist meine Zukunft, stimmt's? Ich entschuldige mich für diese klitzekleine Mogelei. Tja, was hat euch der gute alte Mann aufgetragen? Den Geheimagenten spielen, wie? Vielleicht ein kleiner, meuchlerischer Hinterhalt? Na, ich nehme an, dass ihr Rot euch vertraut. Schadet es nicht, wenn ich euch erzähle. Möchten wir ihm die Einzelheiten mitteilen, auch wenn Sir Rot uns mitgeteilt hat, dass er ihm vertraut? Oder sollen wir ihm sagen, dass es ganz normale Kundschafterfahrt war? Ich weiß es nicht. Aber Sir Rot hat gesagt, dem Pagen können wir vertrauen. Wir vertrauen ihm. Wir berichten ihm die Einzelheiten. Darüber habe ich auch einige Soldaten reden hören. Wenn ihr da draußen seid, passt bloß auf die abgerichteten Naul-Kampfhunde auf. Ich höre, sind ihre Sinne so scharf, dass manche glauben, sie hätten magische Fähigkeiten. Tja, was glaubt ihr, hacken die Shaul da drüben aus? Jedenfalls schätze ich, dass sie nicht gerade eine Hochzeit feiern. Da eure Schätzung ebenso akkurat ist wie meine, hat man mich zum Kundschafter berufen. Das mit der Hochzeit finde ich witziger. Oh, wisst ihr etwa irgendwas über die Sitten, mit denen die Shaul auf Brautschau gehen? Natürlich nicht. Ich habe nur gescherzt. Bitte entschuldigt mich. Ich muss zu meinen Pflichten zurückkehren. Gewiss, Herr. Ich wünsche euch Glück auf all euren Bemühungen. Ja, lebt wohl. Also, wir reden trotzdem nochmal mit dem Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Einfach um sicher zu sein. Es war er da. Endlich kann ich mich bei euch bedanken. Nee, das hatten wir schon mal. Jedenfalls eure Hoffnung gegeben. Ja, hat uns Hoffnung gegeben. Talala, das hatten wir schon mal. Dann gehen wir zu Sir Rot. Es tut gut, euch wiederzusehen. Wisst ihr irgendwas über Inaga? Meine Aufträge sind ausgeführt und ich bin gekommen, um euch mich zu erkundigen, ob ihr sonst noch etwas für mich zu tun habt. Tatsächlich habe ich einen etwas unangenehmen Auftrag für euch. Doch es liegt in meiner Macht, ihn zu erteilen, und ich glaube, ihr werdet einsehen, dass es zum Besten steht. Gerade herausgesagt, Overon muss ausgelöscht werden. Ja, ich befehle euch, ihn zu ermorden. Er ist nicht der, für den ich ihn hielt. Ihr wisst, welches Verbrechen er schuldig ist. Ja, und wir wissen auch, wo er ist. In der Tat, Sir Rot. Aber seid ihr sicher, dass jetzt der beste Zeitpunkt dafür ist? Ja, ich bin sicher. Ich habe kürzlich einen ziemlichen Aufruhr im Lager der Shaul verursacht. Sie sind durch den Wirrwarr, den ihr in ihrer Mitte eingerichtet habt, ins Hintertreffen geraten. Ich bin sicher, dies ist der richtige Zeitpunkt und niemand ist dafür besser geeignet als ihr. Avalon braucht diese Tat. Wenn Oberon weiterhin seine Ränke spinnt, wird er für die Shaul unverzichtbar. Ihre Übermacht kombiniert mit Oberons meisterlicher Fähigkeit der Kriegsführung. Ich verstehe, General Rot. Ausgezeichnet. Sobald ihr fertig seid, lasst es mich wissen. Da es zweifellos Probleme bereiten würde, den Kopf des widerwärtigen Mannes aus dem Lager zu befördern, bringt mir sein Schwert. Ein passendes Ende für einen verräterischen Krieger, wenn man ihm das Recht nimmt, mit seinem Schwert beerdigt zu werden. Schafft euch genügend Platz, es zu tragen, denn es ist eines der größten Schwerter, die je vom Dämon des Unwetters berührt wurden. Ich sehe euch wieder, sobald ihr diesen Auftrag ausgeführt habt, Sinaloa. Okay, Inventar checken. Wie ihr wünscht, General Rot. Ich kehre zurück, sobald ich und er fertig sind. Overon liquidieren und sein Schwert General Rot überbringen. Ja, ich würde mal sagen, hier passt irgendwie, wenn wir die Ringe noch ein bisschen rüberrutschen, auf jeden Fall ein gigantisches Schwert rein. Ja, ne? Denke ich mal. Wir haben Platz. Gib mir mal 3 Sekunden. Ich laufe dann halt nochmal zurück. Moment. So, da sind wir. Ich habe mir zuerst mal Ast gesucht in Dorf 16, weil ich mir zu 100% sicher war, dass Overon in Dorf 16 war. Nein, wir sind doch 15. Egal. Ich war länger in Dorf 16. Aber hier, da. General Overon.
Und jetzt bin ich gespannt, ob das einfach so ein wir klicken und töten Dings ist wie die ganze Zeit. Das wäre relativ unspektakulär. Wir beginnen mal. Kampfmodus, schießen. Dann hätten wir einen Shaul-Kriegsherrn. Wo sind denn eigentlich, waren da nicht vorher noch die Elite-Garde-Dingensbummens von Midras? Oh, wieso sind wir sichtbar geworden? Weil ich den falschen Zauber hatte. Im Speichern geht manchmal hier unten wieder auf Heilenzauber zurück. Das ist uncool, Spiel. Ah nee, Moment, nee, das geht zurück. Bei Steuerung F5 ist mein Aufnahme-Starten-Stoppen-Command und ich hatte Heilen mal auf F5 festgelegt. Ja, okay, das Problem sitzt vor dem Bildschirm. Ups, okay, haben wir das auch geklärt. Das Wundern ist zu Ende. So, dann töten wir noch diesen Kriegsherrn. Und dann töten wir Overon auch mit einem Hit. Ja. Okay, das war wirklich unspektakulär. Nehme ich zur Kenntnis. Nehmen wir ein Ringelding des Gleichgewichts mit Koordination und Trefferpunkten. Nehmen wir mit. Habt ihr noch irgendwas Tolles? Aber wieder so ein Armband. Gezackter Krummsäbel. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Packen wir mal ein. Wenn das Schwert dann nicht mehr passt, dann muss der halt hier bleiben. So, jetzt mal zu deinem Kollegen nochmal und dann zum Chef persönlich. Zeig mal her dein Schwert. Ja komm, so groß ist das Ding jetzt auch nicht. Fein gearbeitetes Langschwert. Angriff plus 7. Ja. Kommt mit. Wir nehmen auch noch mal ein bisschen was von der schweren Rüstung mit. Auch wenn es mir aktuell gefällt, wie leichtgewichtig wir unterwegs sind. Ja, Rubinrot und Verstohlenheit minus 2. Das finde ich eigentlich cool, dass so die Farben, dass das scheinbar auch Einfluss auf die Werte hat. Weil natürlich jemand, der knallrot in der Gegend rumrennt, der fällt natürlich mehr auf, als jemand, der ein dezentes Braun trägt. Das dunkle Kettenhemd hat Verstohlenheit minus 3, wahrscheinlich irgendwie klappert ohne Ende. Wir nehmen das mal mit. Handschuhe. Nein, ich wollte die Handschuhe zuerst mal gucken. Wir können sie auch einpacken. Spiel will, dass man sie einpackt. Dann nehmen wir die Schuhe noch mit und den Kittel auch noch. Das war jetzt ernüchternd übersichtlich dafür, dass wir den absoluten Verräter des Spiels jetzt getötet haben. Das muss ich jetzt erstmal noch verkraften. Da hätte ich jetzt alles dagegen gewettet, dass das nicht so ein One-Hit-Wonder wird, sondern so ein irgendwie Dramakampf oder so irgendwas. Aber nein. Okay, Spiel. Spiel hat Nein gesagt. Dann gehen wir jetzt zurück zu Sir Roth. Und geben die Quest ab. Wir sind auf Karte 7. Das heißt, ihr habt mich erschreckt. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen nach oben und ein bisschen nach Westen, um nach Hause zu kommen. Also diese ständig hin und her gelaufen. Ich habe euch jetzt immerhin den Hinweg erspart. Irgendwie so leicht die Hoffnung gehabt, dass das irgendwie ohne Rückweg vonstatten geht, aber dem ist nicht so. Okay, noch einmal. Und dann müssten wir die Brücke sehen und dann sind wir fast zu Hause und dann können wir zu Sir Roth. So, hier so. Und wir sind bei der Brücke. Wir sind bei der Brücke. Wir sind bei der Brücke. Fast da, fast da, fast da. Die sind übrigens vor Langeweile umgefallen. Falls irgendjemand fragt.
Ich lebe schon dieses Verstohlenheitsding. Ich bin da voll angekommen. So, dann innen unten. Hier sieht's aus wie im Saustall. Ich weiß nicht warum. So, ist ja rot. Wir haben Erfolg. Es tut gut, euch wiederzusehen. Ich bringe frohe Kunde, Sir Roth. Ich habe den Verräter Overon erledigt und kehre mit seinem Schwert zurück. Das ist in der Tat eine gute Nachricht, Sinalur. Ich bin erleichtert. Was euch betrifft, ihr habt eine Ruhepause verdient. Ihr dürft Overons Schwert behalten, wenn es euch gefällt. Im Moment habe ich keine weiteren Aufgaben für euch, aber angesichts der jüngsten Ereignisse bin ich sicher, dass sehr bald sehr vieles geschehen wird. Vielleicht wollt ihr diese frohe Kunde auch Mudam bringen. Bestimmt wird sie einige Falten auf seinem Gesicht wieder glätten. Das machen wir natürlich. Und wir müssen noch zu Olon wegen der Maske. Wenn er die nämlich jetzt zurücknimmt, ist das für mich der Beweis, dass wir wirklich Ruhe verdient haben. Seid gegrüßt, Sinalur. Ich habe eine Nachricht an euch zu ermitteln. Elazar möchte euch sehen, wenn ihr das nächste Mal die Gelegenheit habt. Wie üblich wurden mir keine Details mitgeteilt, aber ich würde wetten, dass er euren nächsten Auftrag bereithält. Wenn ihr mit ihm fertig seid, ob ihr seinen Auftrag annehmt oder nicht, kehrt zu mir zurück, da ich bis dahin möglicherweise einen anderen Auftrag für euch habe. Ja, das nächste Kapitel wird das Magierkapitel sein und Elazar ist ein Magier. Von daher würde das passen, aber der Herr Elazar kann sich erstmal noch ein bisschen gedulden, denn wir wollen noch andere Dinge abschließen, und zwar Mudam war Außenburg oben und ich will noch zu Olon und ihm die Maske zurückgeben. Wir sind ja eine ehrliche Haut. Da. Er hat sich mal wieder versteckelt. Willkommen zurück. Habt ihr etwas zu berichten? Doch, Mudan, in der Tat. Ich habe einen Auftrag erledigt, den mir Sir Roth erteilt hat, und ich denke, ihr wolltet bestimmt davon erfahren. Ist das wahr? Na schön, und was ist das für eine gewichtige Neuigkeit? Ich habe Sir Roths Plan zur Liquidierung von General Overon erfolgreich in die Tat umgesetzt. Das ist in der Tat eine sehr gute Nachricht. Ich wusste, dass Sir Roth ihn als größtes Sicherheitsrisiko betrachten würde. Es lag in Roths Händen, diesen Auftrag zu erteilen, und ich kann mir kein besseres Timing vorstellen. Damit ist den Aul vorübergehend Einhalt geboten. Sie können Overons taktische Pläne nicht ohne seine Führung realisieren. Das dürfte uns genug Aufschub gewähren bis zum Eintreffen von Fortingers Armee. Wenn nicht, würde es mich sehr überraschen. Auf jeden Fall müssen Sie Ihre Pläne neu durchdenken, bevor Sie wieder einen Angriff auf die Burg starten. Sie haben mir und uns eine große Last abgenommen, und mit der Erleichterung kommen jetzt ganz ehrlich gesagt die Müdigkeit. Falls ihr es nicht schon getan habt, setzt bitte Hauptmann Kalverik davon in Kenntnis, dass der Verräter nicht mehr lebt. Mit diesem müsst auch er leichter schlafen. Dann ruht euch aus. Ihr seht abgespannt aus. Ja, Herr, wir sprechen bald über den nächsten Auftrag. Gehabt euch wohl. Okay, Kalverik auch noch. Wieso renne ich immer darüber? Das nächste Treppenhaus ist eigentlich da. Irgendwo. Ja, da. Okay, dann gehen wir zu Kalvarik. Der war im Innenhof in der Kneipe. Latschen wieder durch die Chrysanthemen. Weil es der kürzeste Weg ist. Ja. Tut mir leid für deine Blumen. So, da ist Kalvarik. Es war mal wieder die falsche Tür. Das ist die zweite Tür. So, Hauptmann Kalvarik. Es steht gut, Hauptmann Kalvarik. Meine Neuigkeit werden mit Sicherheit ganz Avalon wieder ruhig schlafen lassen. Was ihr nicht sagt. Na, jetzt habt ihr mich aber neugierig gemacht, Sir Sinalur. Lasst mich also nicht im Ungewissen. Er hat uns Sir genannt. Sir Roth hat mich damit beauftragt, General Overon zu ermorden, und ich habe es getan. Welch Erleichterung! Wenn er den Shaul während ihres Angriffs mit strategischen Hinweisen beigestanden hätte. Ha! Welch großartige Neuigkeit! Bald werden alle davon wissen, und jeder wird mit neu erweckter Hoffnung in die Zukunft sehen. Ruht euch aus, Sinalur. Ihr habt es verdient. Danke, Herr Hauptmann.
Moment mal, da war eine Truhe, die wir nicht anklicken können. Okay, alles klar. Habe ich gecheckt. Und jetzt schauen wir noch schnell bei Ulon vorbei. So, raus da. Und Ulon war im Außenhof. Ganz außen. Okay, das war dann Kapitel 4. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann mit dem Magier in Kapitel 5 spielt, weil so wirklich viel gezaubert haben wir noch nicht. Und ich habe das mit dem Kundschaften jetzt lieben gelernt. Werden wir alleine weiterspielen oder werden wir wieder als Gruppe weiterziehen? Genau, das weiß man nicht. So, Pater Ulon, ich bin nur auf der Durchreise. Einen schönen Tag noch. Hä? Vielleicht dürfen wir die Maske jetzt auf immer behalten? Scheint so. Na gut. Ja, wir sollen mit Elsa sprechen und da wird dann das nächste Kapitel beginnen und die nächste Folge. Also, bis gleich.